Hallo liebe Leute, ich möchte euch herzlich begrüßen zu meinem Video heute. Ja, ich weiß, es kommt nicht so oft vor, damit ich erst live streame und dann ein Video mache. Aber ich möchte euch bitten, unten eine Petition zu unterschreiben. Eine Petition, die dafür sorgt, dass hoffentlich nicht der Artikel 13 im Januar bei der EU beschlossen wird. Weil, ich erkläre euch auch kurz warum, der Artikel 13 beinhaltet einen Upload-Filter. Dieser Upload-Filter sorgt dafür, dass man keine Memes oder sonstiges mehr irgendwo hochladen kann. Man kann auch, ja, wie nennt man das am besten, keine Reaction-Videos mehr bei YouTube oder so machen. Da immer überprüft wird, gibt es diesen Content schon irgendwo. Ja, es gibt bereits Upload-Filter. Diese gibt es bei YouTube, diese gibt es bei Twitch, diese gibt es bei Facebook. Und ja, sie werden regelmäßig benutzt. Sagen wir es mal so rum. Viele Videos oder Bilder kommen gar nicht erst zu unseren Gesichtern, weil doppelter Content, Claim-Funktion und so weiter. Aber darum geht es nicht, sondern es geht einfach darum, dass in Zukunft alle Portale, YouTube, Facebook, Twitch, Instagram, WhatsApp, dafür haftbar gemacht werden können, dass User dort copyright-geschützte Materialien hochladen. Bilder, Fotos, Videos, irgendetwas. Schon das Foto eines Bauwerkes könnte ein Copyright-Verstoß sein. Das Singen eines Liedes könnte ein Copyright-Verstoß sein. Das Kopieren, auch wenn da steht, bitte kopieren, eines Textes, kann ein Copyright-Verstoß darstellen. Ein Bild verändern mit einem schönen, lustigen Text drunter kann ein Copyright-Verstoß sein, weil das Bild ja schließlich jemand gehört. Bei all diesen Sachen, die ich gerade aufgezählt habe, kann man immer die Plattform verklagen. Man kann immer sagen, ihr habt es zugelassen. Ihr habt nichts unternommen. Jetzt kommt der Zeitpunkt, wo man dagegen noch was tun kann. Folgendes Problem besteht. Sollte der Artikel 13 kommen, im Januar beschlossen werden, dann wird zum Beispiel YouTube nicht mehr in Deutschland bzw. in der ganzen EU existieren. YouTube wird für EU-Bürger abgeschalten. Mal nach einem Rezept googeln, nach einem geiles Lied. Eure anderen YouTuber, die ihr euch anschaut, die werdet ihr nicht mehr finden können, weil YouTube oder die Chefin von YouTube gesagt hat, wir können es so nicht mehr weitermachen. Das heißt, YouTuber müssen entweder auswandern oder in Zukunft auf YouTube verzichten. Danke EU, danke. Nehmt uns doch noch das Hobby, was wir haben. Das Problem ist, es wird nicht nur YouTube betreffen, es wird ganz Google, Facebook, Instagram betreffen. Die Firmen werden es auf Dauer nicht mitmachen können, jedes Bild, jedes Video, jeden Text zu kontrollieren. Auf Doppeldeutigkeit, auf schon mal vorhanden sein, ja, auf Genehmigung. Das heißt, in Zukunft wird unser Internet zur Steinzeit wieder. 1900, lasst mal überlegen, ich glaube 89, hat man nicht eine Webseite gefunden im Internet. Auch Alphabet alias Google kannte das Internet noch nicht und musste erst lernen. Die EU sollte jetzt lernen, was wir Bürger wollen. Wir Bürger möchten keinen Artikel 13 und wir Bürger möchten auch keinen Upload-Filter haben. Und trotzdem möchte man ihn beschließen. Aus diesem Grunde bitte ich euch, unten den Link in der Petition zu unterschreiben und den Upload-Filter zu kicken. Niemand kann ihn gebrauchen, weil Plattformen, die ihr nutzt,
werden nicht mehr weiter bestehen können, wie sie jetzt sind. Wenn es erst 3 Tage dauert, bis euer Text, euer Status oder irgendetwas mal online geht, weil die Leute überarbeitet sind, wolltet ihr die Plattform nicht mehr benutzen. Dann bringt euch eine Plattform nichts. Was bringt euch WhatsApp, wenn erst 3 Tage lang überprüft werden muss, ob dieser Text schon mal geschrieben wurde, ob dieses Bild irgendein Copyright hat oder ob ein kurzes Video, was ihr auf der Straße gedreht habt, irgendwelche Urheberrechtsansprüche hätte. Das kann Tage dauern und bringt nichts. Das heißt, wir wenden uns alle ab. Das wäre so, als wenn man von heute wieder das Rad verbieten würde und sagen würde, hey, das Rad gibt's gar nicht und Strom gibt's auch nicht. Das versucht man gerade mit dem Internet. In Zukunft werden etliche Webseitenbetreiber dafür sorgen, dass ihre Webseite nicht mehr erreichbar ist. Und wie gesagt, noch einmal kurz die Bitte. Bitte unterschreibt dafür, dass der Artikel 13 nicht kommt. Ich danke euch und wünsche einen wunderschönen Tag, Abend oder Mittag.